Meine Lieben, der Sommer ist vorbei und Halloween steht vor der Tür und sicherlich gibt es die eine oder andere Kundin bei euch im Studio, die sich ein schnelles und gruseliges Halloween-Design auf ihren Nägeln wünscht. Ich habe euch zwei Designs heute zusammengepackt, die ihr wirklich in Sekundenschnelle auf den Nägeln eurer Kunden erstellen könnt und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal genauer an. So, meine Lieben, wie versprochen kommt heute das Video mit einer kleinen Halloween-Nail-Art. Und ja, also ihr wisst ja, ich male auch gern. Ich würde mal sagen, ich kann auch wirklich gute Nail-Art machen, wenn es gefordert ist. Oder sehr aufwendige Nail-Art, sagen wir es mal so. Ich poste ja auch immer mal wieder was auf meinem Instagram-Kanal. Aber ich habe mich in diesem Video bewusst dafür entschieden, was Einfaches zu machen. Was Einfaches, was jeder im Studioalltag hinbekommt. Denn ich weiß selber, wie es im Studio ist. Die Kundin kommt, man hat nur eine Stunde Zeit oder auch mal eine Stunde 15. Und dann fällt ihr spontan ein, sie will noch, ja, ich sag mal, eine kleine Nailart haben. Jetzt, wie zum Beispiel hier im Video, speziell zum Thema Halloween. Deswegen habe ich mir zwei simple Nailart-Ideen ja, zusammengestellt oder für euch mal hier im Video zusammengepackt. Einmal diesen Bloody-Nagel und einmal so ein, ich nenne es mal, schauriges Spukgesicht. Also was ganz, ganz Einfaches, was jeder hinbekommt, auch wenn ihr keine großen Nailart-Künstler seid, auch wenn ihr nicht gelernt habt, wie man richtig malt. Die zwei Designs bekommt ihr wirklich hin und somit ist Halloween quasi gerettet. Ich habe die Nägel jetzt schon mal vorbereitet. Einmal habe ich den Nagel nudefarben lackiert mit einem nudefarbenen Farbgel und habe den dann quasi matt versiegelt mit einem Mattversiegler. Also ihr würdet quasi die Modellage fertigstellen, dann oder schon den ganzen Nagel mit einem nudefarbenen Aufbaugel modellieren. Funktioniert natürlich auch. Oder eben mit einem nudefarbenen Farbgel oder mit einem Camouflagegel dann nochmal drüber gehen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, dass ihr eben eine fertig gefeilte Modellage habt, die dann mit einem Mattversiegler versiegelt. Und dann haben wir hier die Basis für unseren, ich nenne mal blutigen Nagel, unseren Bloody Nail. Und hier auf dem rechten habe ich quasi das Nagelbett abgedeckt mit einem Camouflageprodukt. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Aber ihr habt dadurch die Möglichkeit, das French ein bisschen breiter zu ziehen. Gerade bei kurzen Nägeln ist das ganz toll. Oder ihr könnt auch den ganzen Nagel schwarz lackieren. Ich mache es jetzt hier mal als French Design. Aber wie gesagt, ihr könnt auch den ganzen Nagel schwarz lackieren. Ihr seht ja gleich das Motiv, wie es erstellt wird. Das funktioniert auch wunderbar auf einem komplett schwarzen Nagel. Es muss allerdings schwarz sein. Das ist ganz wichtig. Ihr seht ja, dass die Smileline jetzt hier nicht 100.000%ig perfekt ist. Das ist auch nicht schlimm, denn da malen wir gleich nochmal drüber. Also starten wir mit dem ersten Design, mit dem Bloody Nail Design. Und da habe ich ein Produkt im Paket gehabt. Ich habe euch letztens das Video von Marielle & Friends gemacht. Und da habe ich ein Gel mit drin gehabt, Base to Loop. Das ist ein klares, sehr standfestes, dickes Gel und der Clou ist, dass ihr damit euer eigenes 3D-Gel machen könnt. Also ihr nehmt Farbgel und mischt das mit diesem Gel und dann habt ihr ein farbiges 3D-Gel und der Hammer ist, dass das Ganze dann ohne Schwitzschicht aushärtet. Also ihr müsst dann nichts mehr versiegeln, ihr müsst nichts mehr abcleanern. Das ist dann quasi glänzend, hochglänzend, ausgehärtet ohne Schwitzschicht bzw. Inhibitionsschicht. Das nehme ich jetzt für diesen Bloody Nagel. Und jetzt suche ich mir noch ein schönes rotes Farbgel und bin gleich wieder bei euch. So, ich habe mir jetzt hier ein rotes Farbgel ausgesucht. Ihr könnt ein Farbgel nehmen, ihr könnt aber tatsächlich auch einen UV-Nagellack nehmen. Mit dem funktioniert es auch, habe ich probiert. Und dann nehme ich mir so ein Schablonenpapier und nehme mir einfach ein bisschen was von dem roten Farbgel. Ihr braucht wirklich nicht viel. Also da reicht schon ganz wenig.
Macht euren Pinsel natürlich klar, wieder sauber. Dann nehme ich das Base to Loop und nehme auch hier ein bisschen was. Könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen. Je nachdem, wie viel ihr eben für die jeweilige Nailart braucht. Jetzt habe ich da meinen Pinsel nicht hundertprozentig sauber gemacht. Jetzt ist da was, ein bisschen was in der Dose, das ist aber auch nicht tragisch. Ja. So, und jetzt mische ich einfach die zwei Produkte und kann dadurch ein rotes 3D-Gel kreieren. Ja, ihr seht ja, das wird jetzt ein ganz dickflüssiges, standfestes Gel. Könnt ihr, ach, da könnt ihr tausend Sachen damit machen. Blütenmotive, ihr könnt jetzt auch eine Fremdspitze damit modellieren, wenn ihr wollt. Geht sogar auf Schablone, habe ich auch ausprobiert. Also da könnt ihr wirklich geile Sachen machen mit dem. Aber wir nehmen es jetzt, wie gesagt, für die Bloody Nail Art. So, dazu nehme ich meinen Pinsel. Und zwar nehme ich da jetzt einen Pinsel, was ist denn das? Größe 1, aber ihr könnt auch noch einen schmaleren nehmen. Also gerade wenn ihr so ein bisschen unsicher seid im Malen, würde ich euch einen relativ schmalen Pinsel empfehlen, weil es dann doch ein bisschen, ach komm, nehmen wir mal einen schmalen, dass ihr es seht. So, der ist auch ganz gut. Ja. Seht ihr mal, der ist sehr, sehr schmal. Da habe ich sogar noch Pinselhaare weggeschnitten, dass es wirklich nur noch 2-3 Haare sind. Es ist am Anfang ein bisschen einfacher, wenn ihr einen schmalen Pinsel habt, wie wenn ihr einen ganz groben Pinsel habt. So, und jetzt drehe ich mir den Nagel einfach herum. Ja? Also so, dass die Nagelhaut quasi, der Nagelhautbereich zu mir guckt und die Spitze zur Kundin. Wenn ihr sagt, ja, das ist ja jetzt ganz einfach, er kann den Tipp einfach umdrehen, aber wenn ich die Kundin habe, ist das ja ein bisschen problematischer. Bei der Kundin nehmt ihr einfach, also dreht ihr quasi die Hand einmal rum, sodass euch die Handfläche anguckt und dann faltet ihr die Finger nach innen und dann könnt ihr quasi auch perfekt genau in der gleichen Technik malen, wie ich es euch jetzt hier zeige. So, ich gehe mit dem Pinsel in das ja, quasi kreierte 3D-Gel und habe jetzt so einen kleinen Tropfen von dem 3D-Gel. So, und den setze ich ab und male mir damit einen Punkt. Nehmt am Anfang ruhig ein bisschen weniger, nicht gleich zu viel. So, und malt quasi einen Punkt und jetzt zieht ihr diesen Punkt in einer geraden Linie nach oben. So, seht ihr das? Wenn ich es jetzt umdrehe, sieht es nämlich aus wie ein Tropfen. Es ist wichtig, hier habe ich jetzt ein bisschen krumm gemalt, ja, es ist wichtig, dass es ganz gerade nach oben kommt, weil ein Tropfen fließt ja auch immer ganz gerade von oben runter. So, und da macht ihr jetzt einfach mehrere Tropfen nebeneinander in unterschiedlichen Größen. Also ich muss jetzt sagen, der Pinsel ist mir tatsächlich doch ein bisschen zu klein. Ich nehme jetzt wieder ein bisschen breiteren Pinsel, da kriege ich ein bisschen Material, also ein bisschen mehr Material drauf. So, und male jetzt quasi diese Tropfen. Und diese Tropfen male ich immer unterschiedlich groß und unterschiedlich tief. Könnt ihr wirklich eurer Fantasie freien Lauf lassen. So, malen wir hier noch einen in die Mitte.
hier noch einen in die Mitte. Soll ja schön blutig sein zu Halloween. So, und dann habt ihr quasi diese Tropfen, die so von oben herunter tropfen. Jetzt muss das allerdings noch ein bisschen mehr nach Tropfen aussehen. Da ist nicht was sauriegelt hier. So, und dafür verbinde ich jetzt quasi diese Tropfen oben miteinander. Und aber nicht nur gerade, sondern ich versuche dann hier oben auch gleich einen runden Bogen zu malen. So, und auch das mache ich jetzt wirklich bei allen und verbinde das miteinander, so dass es schön rund aussieht. Und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, das grob vormalen. So, machen wir mal hier noch. Hier machen wir es ein bisschen tiefer. So. So, seht ihr, grob vormalen. Und dann mache ich die feinen Details, wenn ihr sagt, ah, ist ein bisschen schwierig, diese Rundungen schön hinzubekommen. Diese feinen Details mache ich dann quasi mit meinem schmalen Pinsel und arbeite das nochmal ein bisschen präziser aus. Einfach so, dass ich sagen kann, okay, jetzt gefällt es mir. Und so möchte ich es jetzt haben. Machen wir hier ein bisschen mehr. So, und dran denken, das ist jetzt quasi sowas wie ein 3D-Gel. Deswegen darf man das auch ein bisschen dicker nachzeichnen. So, das Ganze lasst ihr dann aushärten. Jetzt habe ich mein Handy vergessen abzuschalten, Entschuldigung. Das Ganze lasse ich aushärten unter LED-Lampen für 90 Sekunden. Dann ist das Ganze fest und sieht natürlich total cool aus, weil ihr habt unten drunter den matten Nagel und oben drauf das hochglänzende Design. Also härten wir das jetzt kurz aus und ich bin sofort wieder bei euch. So, wie ihr seht, ist das Ganze ausgehärtet, das glänzt auch wirklich hochglänzend und ich habe das Gleiche jetzt auch mal mit einem helleren Untergrund gemacht, hier auf der linken Seite, nämlich mit einem grauen Untergrund mit ein bisschen Glitzer drin und habe das Ganze dann matt versiegelt. Sieht natürlich auch cool aus und ja, das ist schon mal die erste Halloween-Nail-Art, die relativ einfach umzusetzen ist und ich denke doch mal, ja, von jedem umzusetzen ist. Ja. Gehen wir zum zweiten Design. Nämlich unserem Spooky-Nagel oder Gruselnagel. Dazu nehme ich Acrylfarbe und da brauche ich jetzt weiße Acrylfarbe, ich brauche ein bisschen gelbe Acrylfarbe und ich brauche schwarze Acrylfarbe. So, und das ist auch echt ein totales 5-Minuten-Design. Ja. So, nichts vorbereitet. Falls ihr fragt, was ich für Acrylfarben nehme, dann nehme ich auch die von Marielle Plüschke
Und zwar sind das die Künstleracrylfarben für Miniaturmalerei. Die sind sehr schön pigmentiert, hochpigmentiert. Ich nehme die wirklich sehr gerne. Das Einzige, was ich jetzt genommen habe bei Schwarz, da habe ich Airbrush-Farbe genommen, weil das nochmal ein bisschen dunkler ist. So, ich nehme jetzt einen Pinsel für Miniaturmalerei, also Naturhaarpinsel. Und dann müsst ihr auch hier wieder nicht malen können. Ihr malt einfach zwei krakelige Augen, links und rechts. Zack, 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 zack. Ihr malt eine krakelige Nase in der Mitte, so ein bisschen wie ein kleines Dreieck. Und ihr malt einen sehr krakeligen, wackeligen Mund. So, es ist nicht schlimm, wenn ihr euch vermalt, denn der Untergrund ist schwarz und wir können das nachher alles noch korrigieren. So, seht ihr das? Ganz einfach. Das muss nicht akkurat gemalt sein, das kann auch ruhig fleckig sein, das ist überhaupt gar kein Problem. Das Ganze lassen wir kurz trocknen. Geht aber bei Acrylfarbe echt relativ schnell. Und dann malen wir mit Gelb darüber. So, warum habe ich jetzt erst Weiß genommen? Damit das Gelb schön deckt. Ihr wisst ja, Gelb ist echt eine, ja, Herausforderung, genauso wie so Pastellgrün und sowas. Und wenn ihr auf einen dunklen Untergrund malen wollt, dann deckt die Farbe oftmals nicht perfekt, wobei ich muss jetzt sagen, die Farben von Marielle hätten jetzt auch so gedeckt auf dem Schwarz. Ich wollte es euch nur zeigen, weil vielleicht hat nicht jeder diese Farben zu Hause. Und somit geht es hier einfach ein bisschen besser, gerade wenn ihr ein Gelb habt, was schlecht deckt. Gilt zum Beispiel auch dafür, wenn ihr das Ganze jetzt mit Farbgel malen würdet, dann würde ich auch im Prinzip erst mit einem weißen Farbgel das vormalen und dann mit einem gelben Farbgel drüber malen. So, ich habe jetzt ein bisschen laut getönt und ich habe aber eine Farbe vergessen, nämlich Rot bzw. Orange. So, mit diesem Rot bzw. Orange könnt ihr nehmen, was ihr wollt, malt ihr so die innere Fläche ein bisschen aus. So. Und ihr seht jetzt, die Acrylfarbe ist noch nicht hundertprozentig trocken. Das ist aber auch nicht schlimm. Dann vermischen sich die Farben so ein bisschen. So, meine Lieben, der Super-GAU ist eingetreten, denn der Akku von meiner Kamera ist leer gegangen und ich habe einfach geredet und gemalt und geredet und gemalt und irgendwann dann gemerkt, dass die Kamera gar nicht mehr filmt. So, jetzt wollte ich nicht noch mal alles neu machen, allerdings war ich zum Glück noch gar nicht so weit. Wir waren ja beim Orange, das habe ich drauf gemacht und quasi einfach nur wild vertupft. So, und jetzt habe ich die schwarze Airbrush-Farbe genommen und das Gemalte einfach noch mal ein bisschen zu franzig umrandet. Also gerade hier am Mund habe ich noch so Striche reingemalt, dass es so ein bisschen aussieht wie Zähne. Also ganz, ganz simpel. Ihr seht ja auch, das ist echt schlampig gemalt, aber hat nachher trotzdem einen tollen Effekt. Dann gehe ich her und male quasi in die Augen von meinem Gruselgesicht auch nochmal einen schwarzen Punkt, den ich dann unten mehr oder weniger verbinde. Das muss jetzt aber auch nicht perfekt sein. Das darf ruhig auch ein bisschen ausgefranst sein. Seht ihr? Und schon habe ich mein Gruselgesicht. Das wirkt nachher, wenn es versiegelt ist, auch noch mal ganz anders. So, jetzt habe ich ja die Smiline, die ich in dem Fall dann auch noch ein bisschen verziere. Und zwar male ich da einfach noch so Ranken nach oben. Das ist alles ein bisschen gruseliger aussieht. Dementsprechend seht ihr, es ist gar nicht so wichtig, wie akkurat die Smileline da aussieht, denn das malen wir sowieso alles nochmal nach.
Also ganz, ganz, ganz simpel. So, und hier oben male ich jetzt einfach noch ein paar Blätter hin. Einfach so kleine Blätter, dass es so ein bisschen aussieht wie so ein abgestorbener Baum. Könnt ihr auch noch ein paar Äste mehr malen. Da oben noch ein bisschen schwarz am Rand. Also wie gesagt, es darf ruhig ein bisschen verwischt aussehen. Das ist gar kein Problem. Denn dann sieht das Ganze noch mal ein bisschen gruseliger aus. Ja? Hier oben können wir auch noch ein bisschen schwarz malen. Dann in dem Fall an der Nagelhaut. So, und wenn ihr dann wollt, könnt ihr sogar noch so kleine Vögelchen hier reinmalen oder Fledermäuse. Also das bleibt euch überlassen, wie ihr das Design vervollständigen wollt. Ich hatte das Ganze jetzt nicht aus, weil es muss ja nicht aus, härten sind ja Acrylfarben, sondern ich versiegle es jetzt auch wieder mit einem Non-Sticky-Versiegler. Ihr müsst immer nur kurz warten, bis die Acrylfarben trocken sind. Das erkennt ihr daran, dass die dann matt sind. Ihr könnt auch so ein bisschen leicht drauf pusten. So, und dann wird das Ganze versiegelt. Und et voilà. Seht, man sieht die Smiley gar nicht mehr und das Ganze sieht echt, ja, ich würde mal sagen, schaurig schön auspassend für Halloween. Und es ist wirklich, wie gesagt, eine 5 Minuten Nail Art. Das geht ganz schnell, auch wenn ihr nicht malen könnt, denn ihr müsst nicht akkurat malen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt wieder so ein paar Tipps und Tricks für eine ganz, ganz schnelle Nail Art. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und bis nächsten Samstag zum nächsten Video. Tschüss! Hey meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen beim heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, immer dran denken, meinen Kanal zu abonnieren und am besten auch gleich das Glöckchen drücken. Dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr von mir und ihr werdet immer umgehend informiert, wenn es was Neues gibt. Denn immer dran denken, wer aufhört zu lernen, hat aufgehört gut zu sein. In diesem Sinne, euer Frank. Tschüss.